Erstens, aufgrund der Aneignungsformen der kapitalistischen Produktionsweise sind die Profiteure bei der militärischen Verfolgung wirtschaftlicher Interessen immer andere als diejenigen, die das unmittelbare Risiko an Leib und Leben eingehen, nämlich die bedrohte Zivilbevölkerung und die Soldatinnen und Soldaten. Europa hat im vergangenen Jahrhundert durch zwei Weltkriege schmerzlich gelernt, dass eben nicht militärische Mittel zu mehr Frieden, Sicherheit und Wohlstand führen, sondern eben Verständigung und Kooperation und Zusammenarbeit. Wer von vornherein und kategorisch den Einsatz der Bundeswehr zur Sicherung, das heißt zur Verteidigung im Sinne des Grundgesetzes, auch wirtschaftlicher Interessen ausschließt, läuft letztlich Gefahr, mit einer präjudizierenden und kompromisslosen Haltung die Grundlagen der Gesellschaft aufs Spiel zu setzen. Es gibt aus meiner Sicht ein vorrangiges Interesse Deutschlands und aller europäischen Partner in Europa und in der europäischen Peripherie für Stabilität mit zu sorgen. Das Beispiel Libyen zeigt, dass wir das nicht immer mit eigenen Soldaten tun müssen. Heute bombardieren französische Rafale-Flugzeuge Artilleriesysteme, die von den Italienern geliefert worden sind. Noch im November 2010 waren 100 europäische Firmen, einschließlich russischer Firmen, in Tripolis auf einer Waffenmesse. Und heute spielen wir uns auf und tun so, als ob dieser Gaddafi, dieser Völkermörder da weggebombt werden muss. Da muss man doch eine Stelle vorher anfragen und da können wir uns selber ans Portemonnaie fassen. Wir haben an Libyen Waffen im Wert von 83 Millionen Euro geliefert. Nur wir, die Deutschen. Alles mit Genehmigung der Bundesregierung. Und man kann den anderen Einsatz als Legitimation noch mal erklären, die Frage auf See. Natürlich gibt es auf hoher See keine Polizei. Außerhalb der 12-Meilen-Zone ist die Polizei nicht legitimiert und nicht zuständig. Also bleibt nur das Militär übrig. Militär kann das nicht überall, aber Militär darf auch nicht wegsehen. Ihr Weg zur Bundeswehr ist falsch. Das Grundgesetz sagt klipp und klar, Piraterie ist ein Verbrechen und Verbrechen ist durch die Polizei zu bekämpfen, nicht durch die Bundeswehr. Die verfügt über ganz ähnliche Schiffe, die auch dazu in der Lage gewesen wären, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber da wir uns ja daran gewöhnen sollen, dass die Bundeswehr, hat mir die Polizei bestätigt, stimmt ja überhaupt gar nicht. Ja, das ist kein Unfug. Ich glaube, wir setzen zu spät an. Wir schicken die Bundesmarine ans Horn von Afrika, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und wir sollten gefälligst anfangen, unsere Rüstungsexporte zu zügeln. Wir sind drittgrößter Rüstungsexporteur und wir sollten, Herr Gysi hat das gesagt, Entwicklungszusammenarbeit fördern und nicht uns über das Militär Gedanken machen. Es ist schon ein bisschen ein Märchen, dass es eine Alternative ist, Entwicklungszusammenarbeit ohne militärische Intervention. Natürlich brauchen wir gute Entwicklungspolitik, natürlich brauchen wir restriktivere, bei Waffenexporte, aber die alleine lösen die Probleme nicht. Und deshalb bleibe ich dabei, es kann sein, dass es auch legitim und auch ethisch verantwortbar ist, Gewalt einzusetzen. Zu Libyen, jenseits der Frage, ob das richtig oder falsch ist, war für mich der Beweggrund bei der Frage, wie verhält sich Deutschland in der UNO. Die entscheidende Frage, welches Signal senden wir den jungen Menschen in der arabischen Welt aus, die auf die Straße gehen und für eine bessere Zukunft teilweise ihr Leben riskieren. Wenn diese Art von Krieg dazu führt, dass man die Freiheitsbewegung und die Demokraten unterstützt, jetzt gibt es in Syrien schon mehr Tote als zum Zeitpunkt des Beginns des Krieges in Libyen. Warum keine Bomben auf Syrien? Warum keine auf Jemen? Warum keine auf Bahrain?